Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ich habe es tatsächlich geschafft, eine Runde Warzone zu erspielen, die zumindest mit einer Nicht-Meta-Waffe gespielt ist, und zwar mit der Pharah. Die Waffe, das Sturmgewehr, was mit der neuen Season in Warzone bzw. allgemein Cold War reinkam, habe ich auf eine ganz besondere Art und Weise gespielt, und zwar in der Short-Range-Variante. Und zwar mit dem Fokus darauf, dass ich mich im Aim, während ich schieße, schnell bewege. Diese Klasse werdet ihr auch am Ende des Videos sehen. Meine Augklasse braucht ihr nicht wirklich sehen. Ich werde sie euch wahrscheinlich trotzdem dran heften, damit ihr genau wisst, was ich da gezockt habe. Wenn euch das gefällt, lasst sehr, sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und wie ich es hier jedes Mal sage, checkt auch gerne meinen Livestream ab, der immer zwischen 9 und 10 Uhr am Morgen startet. Und checkt sehr, sehr gerne meinen neuen YouTube-Kanal Raptor Uncut aus. Das ist der erste Link in der Videobeschreibung. Dort kommt jeden Tag ein richtig heftiger Warzone-Win online. Oder irgendwelche lustigen Runden, aber bis jetzt sind es wirklich 14 oder 15 Tage am Stück nur Warzone-Wins. Gönnt euch das, schaut gerne vorbei, lasst ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Gameplay. Was machen die? Was geht bei dir da? Gar nichts. Ich hab mein Heli, ich kann zu dir kommen und dann können wir Lodi gehen. Ja, die sind hier noch irgendwo. Oh no. Bitte nicht auf meinem Heli landen. Ich hab Zweierbedrohung auf mir, ich würde halt kurz durchziehen wollen. Der ist ganz oben, zwei ganz oben. Beide Shieldbreak. Bist du ready? Ich bin ready, ja. Ich hab einen Spezialmuni drin, die wegkommen. Ja. Na, der eine ist runtergeplumpst. Aber wie sieht denn hier aus? Ich hab den. Nice. Let's go. Jetzt holen wir uns Geld hier. Hier holen wir uns Geld, Manu. Genau da. Mhm. Genau da holen wir uns Geld. Guck mal, wie süß er ist. Die ist egal. Digga, Claymores, Junge. Boah, Jungs, wollt ihr nicht hier irgendwie looten gehen, bitte? Zwei vor mir jetzt. Muss sagen, wenn du Stille brauchst, ne? Ich call out immer trotzdem gerne, was bei mir passiert. Ja, damit du immer up to date bist. Ich kann nur die gebrauchen. Ja, ich kauf dir. Die sind wieder beide auf dem Haus, die wir gerade gepusht haben, da mit dem Heli. Schade. Zwei Claymores. Schade, Jungs. Solche Vögel. Bist du da fein? Ja, ja, ich warte nur, bis er vom Dach runterkommt. Ich würde jetzt einfach mal zu dir abcatchen, weil bei mir ist gerade nichts mehr. Über uns fliegt noch einer. Jo. Das ist eine Kugel. Heli ist One-Shot, der Typ. Der sitzt da ganz oben drauf. Ich glaube, der macht Auge auf mich. Ne, doch nicht. Haha. Hihi. Ich schwöre, Manu, diese Waffe ist gar nicht so bad, wenn man mal was anderes spielen will. Ja, gar nicht so bad, sind viele Waffen. Ich weiß, also, ne, so im Sinne von, ganz okay. In der Lobby geht's eigentlich gerade. Ich habe das Gefühl, dass die nicht ganz so stark ist aktuell. Ja, nö, ja, das Ding ist, wenn man am Airport, wenn man hier downtown ist, ist es immer ein bisschen mehr lost. Hm. Deswegen mag ich es auch bei Hospice zu landen, weil du hier am Anfang ziemlich viele Early Kills machen kannst. Ja, das stimmt. Ja, im späteren Verlauf wird downtown immer, finde ich, richtig ekelhaft. Ja genau, wenn die von außen ein bisschen reinkommen. Ja. Die Leute, die aufgeräumt haben, kommen dann von außen rein. Aber seitdem ich Hospi lande, finde ich Downtown eigentlich angenehm. Mhm. Weil man, je mehr man hier weiß, wo man hin muss und so, und für eine Power Position und so, ist es halt geiler. Ja, aber jetzt gerade haben wir auch echt Luck, dass hier nicht so viele auf dem Dach snipen und so. Aber es wird jetzt wahrscheinlich erst so... Loadout. Ja, ja, genau deswegen. Rein da, Abfahrt. Nein, er kommt zu mir, glaube ich. Ich sei mich außen hoch. Ich werde gelasert von unten. Die sitzen unten mit Geist in dem Haus vor dem Seilzug. Ja, auf diesem anderen Dach bei dem Shop da hinten. Alter, Manu, der Revolver ist so geil, ne? Oh mein Gott. Doch, meine Weste, meine Plattenkiste liegt hier. Ey, ohne das. Ist meine AOG, by the way. Ja. Aber kannst du einfach mal. Sonst sehe ich keinen. Beide bei mir unten. Willst du meine AOG wieder tauschen? Wenn ich hier was habe, warte. Ja. Also wenn du sie brauchst, würde ich sie noch. Wenn du sie nicht brauchst, würde ich sie noch nehmen, aber. Okay. Alright.
Hat die Sniper eben nur aufgehoben wegen Dingen. Ich kann auch Lodi holen. Hey, wie kriegt man das? Die Sniper nur aufgehoben, weil die da auf dem Dach waren. Ja, ich hab jetzt eine K von denen. Alles gut. Ich kann dir meine AOG doch. Ja. Danke. Oh, ist der verloren. Alter, der arme Junge. Bro, das ist doch irgendwie eine Silberlobby hier. Oh mein Gott, ein Kill mehr als Manu, aber er hat 2000 Schaden mehr. Ist egal. Ich hab mehr Kills. Hallo. Oh mein Gott. Wer? Ich? Nee, wer gefragt hat. Hat der Safe? Hatte der Safe? Nein, also der hat nichts gemacht. Er hat gar nichts gemacht? Ich hab so gechoked. Nice. Aber ich bin halt trotzdem so viel besser als du. I can't see any movements. Oh, auf mich wird gesniped. Ihr sniped beide richtig. Ich werde tot sein. Fuck. Hier drin im Haus. Auto ist gerade angehalten. Ja, bei Hills. Das waren aber nicht die, glaube ich. Nee, ich meine nur. Also ich habe einen von dem hier getötet und der andere war halt auch sehr wendig, aber ich glaube, er ist durchgezogen. Schmeckt! Aber wegen dem... Alter. Jo. Knock. Ja, ich gehe rechts rum, ich halte die. Jo. Die ich glaube, einer irgendwo. Ja, bei dem Haus, wo du den gekillt hast. Knock. Sein Mate ist also immer noch irgendwo. Mann, Manu, lass mich. Mein Auge juckt. Also sein Mate ist immer noch irgendwo. Beide Full Stunt. Nein, nicht beide. Eine Knock. Ja, auf der anderen. Sorry, my bad. Alles gut, der ist hier hinter. Meiner. Der war nur genockt, ne? Ja. Es war auch nicht der Solo. Nice. Wirklich, ich würde fast Geld darauf setzen. Fast. Also unten ist er nicht stunt. Oben ist er auch nicht stunt. On me. Irgendwo on me. Darf ich? Shield break. Yippie. Semtex. GG's. Sehr schöne Runde. Manu, kannst du einmal für mich tröten? Falls du schon getrötet hast, man hat's nicht gehört auf Discord. Ja. Wie viele? Ah, 41 hatten wir. Ja, das schmeckt doch. Oh, du Sau, wolltest den einen killen, damit du mehr hast als mich. Nein, ich hab's nicht gesehen. Ich schwöre, ich hab's nicht gesehen. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt gesehen, die Pharah auf Short Range hat sehr, sehr gut funktioniert. Und wir haben sehr viele Kills gemacht. Ich würde sagen, das war ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Lasst dafür einen Daumen nach oben da. Würde mich mega freuen. Wenn ihr Bock habt, checkt, wie gesagt, den Raptor Uncut-Kanal aus oder meinen Livestream. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Und haut rein.